Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Ja, ihr habt richtig gehört, EdgeTX Weekly, nicht OpenTX Weekly. Also ich denke mal, der Titel OpenTX Weekly, der hat sich jetzt erledigt. Seit geraumer Zeit ist es ja so, dass OpenTX nicht mehr aktiv entwickelt wird. Stattdessen findet die Entwicklung in dem abgespaltenen Projekt EdgeTX statt und ich berichte ja auch in mindestens seit 50 Folgen nur noch über EdgeTX. Insofern können wir den Titel jetzt endlich mal ändern. Aus OpenTX Weekly wird EdgeTX Weekly. Ja, das zum einen. Und zum anderen liegt hier ein Stift und ein Blatt Papier und die Kaffeetasse steht daneben. Das bedeutet für viele, dass sie Schnappatmung bekommen. So nach dem Motto, ah, das jetzt ist der Punkt, wo ich das Video wieder ausschalten muss. Und für andere ist es dann eher die Motivation, sich ein bisschen durchzuquälen, das Video bis zum Schluss zu gucken. Ja, das wird heute nicht so schlimm, aber ich habe mich dazu entschlossen, Diskussionen mit einigen sehr fleißigen Schauern und Tippsgebern dieser Reihe vielleicht noch mal ein paar Grundlagen hervorzuholen. Manches hat sich ja geändert, nicht vieles. Die Grundstruktur der Verarbeitung, also wie komme ich von meinen Knüppelbewegungen an meinem Sender, ich mache das mal wieder so ein bisschen stilisiert. Ich habe hier so einen Knüppel, also wir können den nach oben, unten und rechts und links in den zwei Achsen bewegen. Und dann habe ich irgendwo habe ich dann meinen Empfänger. Ich kürze das wie üblich mit Receiver, also RX, ab. Und da ist dann der Kanal 1, der Stecker für Kanal 1 und 2 und so weiter. Und da habe ich jetzt mein Servo dranhängen. Wer das nicht erkennt, das soll hier ein Servo sein, von der Seite gezeichnet. Ja, also die spannende Frage ist ja, wie komme ich von meinen Knüppelbewegungen zu einer Bewegung bei dem Servo oder von mir aus auch gleichzeitig dann eine Bewegung von mehreren Servos. Also das Servo ist jetzt Pass pro Toto, also es kann natürlich auch ein Drehzahlsteller sein oder was auch immer ihr euch da ausdenken mögt. Genau, und ohne jetzt irgendwie auf die Funkstrecke hier durch die Luft einzugehen, haben wir ja eine bestimmte Verarbeitung bei EdgeTX, die immer gleich ist. Und zwar geht es von einem Geber, geht es zunächst in diese sagenumwobenen Inputs in EdgeTX, dann geht es in die Mixer oder Mischer. Ja, wir sprechen ja alle Denglisch, also sei das jetzt mal erlaubt, dass wir hier Geber sagen und da sagen wir Inputs. Und dann geht es zu den Outputs. Jetzt komme ich mit meinem Platz hier nicht so ganz hin, aber das macht jetzt mal nichts. Und dann kommen die Werte über die Funkstrecke irgendwie zum Empfänger. Die Funkstrecke blenden wir jetzt einfach mal in Gedanken aus und stellen uns diese Kette hier vor. Ja, und diese Verarbeitungskette, die ist bei EdgeTX immer das Gleiche. Egal, ob ihr jetzt einen Sender habt mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm, also mit einem normalen LCD-Bildschirm, die werden ja immer noch produziert, die kleineren vor allen Dingen oder auch die älteren sind halt mit so einem schwarz-weiß LCD-Bildschirm oder ob ihr eine neuere Anlage habt, also zum Beispiel eine X12S oder eine Radiomaster TX16S mit einem Farb-LCD-Bildschirm mit Touchscreen. Das ist nur entscheidend für die Bedienung, nicht für die Verarbeitung. Die Verarbeitung ist immer dieselbe, findet also immer praktisch in dieser Reihenfolge hier statt. Und die ersten Folgen dieser Videoreihe, da hatte ich dieses Thema Inputs, Mischer, Inputs, Mixer, Outputs schon des Öfteren mal aufgegriffen. Das war aber alles noch mit schwarz-weiß LCD-Bildschirmanlagen. Meine geliebte Jumper T12 musste da immer herhalten. Das hier hatte natürlich einen sehr kleinen Bildschirm. Aber jetzt machen wir das eben mit den neuen Anlagen. Es ist insofern also
nicht unbedingt was Neues, aber ich habe festgestellt in Gesprächen und auch was mir zugetragen wurde über die verschiedenen Kanäle, dass durchaus Bedarf ist, dass dieses Thema vielleicht nochmal zu beleuchten. Das wollen wir jetzt tun, und zwar auch in der Reihenfolge, wie das hier ist, Inputs, Mischer, Outputs. Das heißt, heute werden wir uns mit dem Thema Inputs hier beschäftigen. Später kommen dann noch die Mischer dazu und dann kommen die Outputs. Ich mache das jetzt in dieser Reihenfolge. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt eine Folge nur für die Inputs machen, die nächste Folge nur für Mixer und dann für die Outputs. Es werden wahrscheinlich jetzt mehrere Folgen werden für Inputs, mehrere für Mixer und vielleicht auch mehrere für Outputs. Wir fangen also heute mit den Inputs an. Trotzdem will ich eins vorweg schicken. Die oft gestellte Frage ist, wenn irgendwas realisiert werden soll, was mache ich denn in den Inputs, was mache ich in den Mischern, was mache ich in den Outputs? Weil die Dinge, die ich tun kann, die sind oftmals ähnlich. Ja, ich kann zum Beispiel bei den Inputs, kann ich für so eine Inputverarbeitung, kann ich einem einzelnen Input auch mehrere Zeilen geben für dieses Input. Und diese Zeilen kann ich aktivieren oder umschalten, beispielsweise über Schalter der Fernsteuerung. So etwas Ähnliches kann ich mit den Mischern aber auch machen. Wann mache ich das jetzt wo? Ich kann zum Beispiel auch die Drehrichtung eines Servos in den Inputs, in den Mischern oder in den Outputs umdrehen. Wann mache ich das denn jetzt? In den Outputs, ja, oder in den Mischern oder in den Inputs? Das ist halt die Frage. Und da möchte ich ganz vorweg, um das vielleicht auch am Anfang schon so ein bisschen einordnen zu können, einfach mal folgende Handreichung geben. Die Unzulänglichkeiten im Modell, die sollte man in den Outputs korrigieren. Modellspezifisch. Was meine ich jetzt damit? Also es könnte zum Beispiel sein, dass ein Servo sich einfach falsch rumdreht, um das Ruder zu bewegen. Ja, also Knüppel nach rechts heißt jetzt dummerweise Servo bewegt das Ruder nach links. Das wäre also falsch rum. Das ist eine Unzulänglichkeit im Modell. Warum nenne ich das so? Nun, das Problem könnte ich ganz einfach lösen, indem ich das Servo umdrehe. Ja, also mechanisch umdrehe um 180 Grad. Das funktioniert aber vielleicht im Modell einfach nicht, weil denn die Kabelführung nicht mehr so geht. Ich hätte das Kabel einfach so an der einen Seite rausgeführt, nicht an der anderen Seite. Ja, das ist eine Unzulänglichkeit im Modell. Das muss ich korrigieren. Und das tue ich dann in den Outputs, weil die Outputs sozusagen, die gehören gewissermaßen, wenn man das möchte, die gehören sozusagen zu dem Modell. Ne? Die gehören zu dem Modell dazu. Ja. Und dann habe ich genau die andere Seite, also diametral gegenüber. Was mache ich in den Inputs? Und da sage ich immer, ja, man korrigiert sozusagen die Unzulänglichkeiten der Geber. Ja, das ist also etwas, was hier zum Fernsteuergerät gehört. Ja, also im Englischen sagt man immer Handset. Mir fiel jetzt gerade kein passendes deutsches Wort dafür ein. Also wir korrigieren die Unzulänglichkeiten des Fernsteuergerätes. Was kann das sein? Naja, beispielsweise so ein Geber, so ein Potentiometer, das ist ja kalibriert und, oder zumindest sollte es das sein, und produziert deswegen also Ausschläge, wenn wir jetzt mal von logischen Ausschlägen sprechen oder logischen Werten, von minus 100% bis plus 100%. Ja? Was ist, wenn ich diese Ausschläge reduzieren möchte, zum Beispiel ja, für eine besondere Fahr- oder Flugsituation. Also ich spreche jetzt von Fahrsituation, weil der
Videokanal ist ja hauptsächlich eben an Funktionsmodellbauer gerichtet und das sind ja dann, findet ja oft dann sozusagen auf der Oberfläche statt, also Schiffsmodellbauer oder Fahrzeugmodellbauer. Deswegen Fahrsituation. Ich glaube, so Heißluftballon haben wir eher weniger, da spricht man dann ja auch vom Fahren. Genau, also diese Unzulänglichkeit. Natürlich könnte ich das Potentiometer irgendwie oder den Knüppel mechanisch begrenzen. Das wäre natürlich jetzt irgendwie dumm. Das hat man früher mal gemacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Voigt-Schneider-Ringbegrenzer. Da hat man sich dann so einen Ring auf den Kreuzknüppel gelegt, sodass also in den Ecken der Kreuzknüppelbewegung dann die Ausschläge begrenzt worden sind. Ja, diese Unzulänglichkeit würde man dann eben in den Inputs korrigieren, dass ich also hier nicht den vollen Ausschlag habe, sondern vielleicht nur 50% oder so etwas. Ja? So, und dann bleibt natürlich irgendetwas übrig, was ich weder dieser Kategorie noch dieser Kategorie zuordnen kann. Und das regelt man dann tatsächlich in den Mischern. Also beispielsweise das Hinzumischen von Ruderausschlägen. Also im Flugmodell ist das ja dann einfacher erklärt. Also wenn wir ein V-Leitwerk haben und wir haben also Höhenruder, Seitenruder, dann müssen wir das zusammenmischen auf die beiden Servos für die beiden Klappen des V-Leitwerkes. Ja, das ist weder eine Unzulänglichkeit im Sender, noch ist das eine Unzulänglichkeit im Modell, sondern das ist ein Mischvorgang. Ja, deswegen heißen die Mischer auch Mischer, obwohl die Mischer oftmals gar nichts mischen. Das ist aber auch so eine Geschichte. Da kommen wir dann bei den Folgen der Mischer nochmal drauf. Okay, so, jetzt erstmal hier einen großen Strich gezogen und ich gebe das nochmal zum Verdauen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die grundsätzliche Struktur von diesen Inputs an. Da sind schon relativ viele Details zu beachten. Und deswegen versuche ich das mal. Also die Betonung liegt auf Versuch, das nochmal in so einer Skizze darzustellen. Also es geht um Inputs, schreibe ich noch erstmal als Überschrift oben drüber, Inputs. Natürlich braucht ein Input einen Geber. Also wir haben immer als Quelle haben wir sozusagen einen Geber. Geber kann natürlich was Unterschiedliches sein. Wir haben Potentiometer, wir haben die Kreuzknüppel, wir haben vielleicht die Sechs-Positionen-Schalter, wir haben vielleicht einen Lagesensor, also ein Gyroskop. Was können wir noch haben? Wir haben vielleicht externe Geber, die wir angeschlossen haben, Schalter, Potentiometer, Schieber oder so etwas. Ja, das kann alles in die Rolle eines Gebers schlüpfen, sozusagen. Ja, und dann haben wir in so einem Input verschiedene Verarbeitungsstufen. Ich male erstmal ein paar Kästchen und die werden wir dann gleich beschriften. Und wichtig ist, dass man diese Reihenfolge auch weiß oder zumindest nachschaut. Also deswegen male ich das ja hin, damit man das nachschauen kann. Dann mache ich hier so etwas. Und dann kommen hier noch Schalter. Und dann geht es hier weiter. Ja, was sind diese verschiedenen Stufen? Nun, wir haben hier so eine Verarbeitung, die nennt sich die Saite oder Side. Da kann ich auswählen, ob der Geber praktisch nur die eine Seite weitergibt und also Ausschläge zur einen Seite weitergibt und wenn ich den Knüppel zur anderen Seite bewege oder das Potentiometer, dass er dann permanent null liefert. Also wenn man sich das beispielsweise in so einem Koordinatensystem aufmalen würde. Ich sag mal, hier haben wir den Wert G für Geber und hier haben wir den Wert, ich sag mal, I1. Ich trage ich hier I1 auf und G. Wenn ich den Geber nun nach links oder nach rechts, also zu
plus 100% oder minus 100% bewege, was passiert dann mit ihr 1? Normalerweise ist das so, dass also, das hätte hier durch den Ursprung gehen sollen, dass der Geberwert also für I1 direkt reproduziert wird. Deswegen haben wir so eine winkelhalbierende. Ich kann aber auch sagen, dass auf der linken Seite der Ausgangswert immer 0 sein soll und nur der Ausgangswert auf der rechten Seite reproduziert wird. Ja, ich kann es auch genau umgekehrt machen, dass also praktisch nur das auf der linken Seite, jetzt nehme ich mal eine andere Farbe, dass das nur auf der linken Seite reproduziert wird und auf der rechten Seite 0. Könnte ich hier einschalten. Ist eher so eine Sondersache. Gucken wir mal, dass wir das auch noch mal uns anschauen. Im Moment aber nicht so wichtig. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Kurven einzustellen. Da kann ich also noch mal so eine Verarbeitung machen. Ich kann mir also hier eine beliebige Kurve oder auch eine Stück weit gerade Kurve vorstellen. Das ist dann I2 und das ist jetzt I1. Ich male das nochmal schöner unten drunter. So eine Stück weit gerade Kurve. Damit können vielleicht viele etwas anfangen. Ich male die Eckpunkte mal tatsächlich hier so als Punkt hin. Also hier haben wir den Input I1, hier haben wir den Output I2. Wozu braucht man das? Na, das ist sowas wie ein Totbereich hier. Ja. Ich denke, die meisten kennen das Problem, dass wir bei so einem Geber zwar so eine mechanische Nullstellung haben, also das rastet irgendwo ein, aber diese Einrastung, die ist vielleicht nicht so super genau, weil vielleicht die Federkraft nicht so stark ist oder ausgeleiert ist mittlerweile. Oder wenn ihr das kennt, bei der Radiomaster T16, die hat ja oben diese S1, S2 Potentiometer, die leiern ja notorisch aus und da ist dann vielleicht diese Nullposition nicht mehr so richtig gut zu finden. Und da würde man dann eventuell sagen, wenn ihr einen Motorsteller vielleicht dann an diesem Kanal angeschlossen hättet, also nach den Mixern, nach dem Output, dann würde man vielleicht ganz gerne diesen Totbereich hier vergrößern und das könnte man dann mit so einer Kurve machen. Ja, und dann haben wir noch eine Skalierung. Das nennt sich dann das Gewicht. Ja. Da kommt also hier I3 raus und es geht I2 rein. Und das ist einfach nur eine Gerade und ich kann die Steigung dieser Gerade ändern. Also wenn ich jetzt hier auf 100% bin, dann kommt da vielleicht nur 30% raus oder eben was Größeres. Das ist das Gewicht. Und dann haben wir noch einen Verarbeitungsschritt. Da wird ein sogenannter Offset, das ist also ein konstanter Wert, oder es kann ein konstanter Wert sein, dazu addiert. Und dann kommen zwei Schalter. Der eine Schalter ist, wie soll ich das jetzt zeichnen? Jetzt habe ich gerade überlegt. Also das ist, ja, hier kann ich also sozusagen irgendeinen Schalter SX angeben, der diese Verarbeitung aktiviert. Ich muss gleich nochmal ein anderes Bild malen, weil das gefällt mir jetzt doch irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir hier den Flugmodus. Flugmodus. Das heißt also, so eine Input-Verarbeitung ist nur dann aktiv, wenn dieser Schalter geschlossen ist und auch wenn der passende Flugmodus ausgewählt ist. Nur dann produzieren wir hier sozusagen einen Wert. Viele haben darüber nicht nachgedacht mit dem Schalter und mit dem Flugmodus oder haben das noch nie benutzt. Macht nichts. Wenn man also hier nichts einstellt, also weder einen Schalter definiert noch einen speziellen Flugmodus einträgt, dann sind diese beiden Schalter geschlossen.
Das heißt, es wird also immer hier sozusagen ein Ausgangswert produziert. Jetzt würde ich ganz gerne diese beiden oder diese Kombination hier als Aktivierung bezeichnen. Also diese Verarbeitung, die sich hier vor darstellt, ist aktiviert, wenn beide, sowohl der Schalter als auch der passende Flugmodus, dann ausgewählt sind. Ja, warum ist das wichtig mit dieser Aktivierung? Ganz einfach, weil man diesen Kram hier, den bezeichnet man als eine Input-Zeile. Eine Input-Zeile. Und so ein Input kann viele Zeilen haben. Also, wir haben, na, ich müsste sozusagen den, das stimmt nicht ganz. Ich muss das korrigieren. Leider kann ich es nicht wegradieren. Ich habe das jetzt hier mit rotem Kuli gezeichnet. Ich muss den Geber sozusagen da auch mit inkludieren in diese Zeile. Ja, so ist es jetzt richtig. Sorry für das. Wenn wir so einen Input haben, also Input 1 beispielhaft, Input 1 kann jetzt eine solche Zeile haben, Zeile A, das ist dieser Block hier, aber so ein Input kann mehrere Zeilen haben. Ich mache jetzt hier mal Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß auswendig jetzt gerade nicht, wie viele Zeilen maximal, aber sicherlich ausreichend. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, vielleicht 16 oder noch mehr. Ja, und diese Zeilen können jetzt eben getrennt voneinander aktiv werden. Und zwar durch die Aktivierung. Man spricht dann immer von einer aktiven Zeile. Ja? Also die Zeile B kann eine andere Kombination von Schaltern und Flugmodus haben. Das heißt, die Zeile B ist in einem anderen Zustand aktiv als die Zeile A. Ja, ja, und der Trick besteht jetzt darin, dass HTX halt guckt von oben nach unten. Also so wie es im Menü, wir gucken uns das gleich nochmal an, im Menü der Anlage erscheint, welche dieser Zeilen aktiv ist. Also wir suchen praktisch von oben nach unten und suchen die erste aktive Zeile. Die erste. Das können mehrere aktive Zeilen sein, aber es wird immer von oben nach unten geschaut, welches ist die erste aktive Zeile. Und wenn das zum Beispiel die hier ist, dann mache ich also ein Sternchen hin, das ist die aktive, dann wird von dieser Zeile der Wert an die weitere Verarbeitung gesendet. Ja? An den Mischer typischerweise, ne? Zum Mischer. Okay. Gut, also wir suchen von oben nach unten und die erste aktive Zeile wird benutzt. Das ist so ähnlich wie bei den Mischern, aber auch nur so ähnlich. Ja? Bei den Mischern können die Zeilen oder werden die Zeilen typischerweise kombiniert, additiv, multiplikativ oder als Ersetzung. Hier wird eine Zeile ausgewählt. Also wenn eine Zeile ausgewählt ist, dann bedeutet das natürlich, dass die folgenden auch nicht zum Zuge kommen. Ne? Die erste aktive wird genommen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass bei der Suche überhaupt gar keine von diesen Zeilen aktiv sind, weil keine der Schalterkombinationen irgendwie jetzt
zutrifft, ja, dann ist also keine Zeile aktiv. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt denn dann da hinten raus? Weil der Schalter steht sozusagen hier jetzt auf einer Zwischenposition. Und da ist es so, dass wenn das der eintritt, dann merkt sich das System den letzten Wert, der hier produziert wurde, und der bleibt dann einfach stehen. Ja, also es fällt nicht zurück auf 0 oder so etwas, sondern der Wert bleibt stehen. Das ist durchaus sinnvoll. Ja, wir werden später noch Anwendungsfälle sehen, wo das durchaus von Nutze sein kann. Okay, so, und eine Sache habe ich jetzt komplett unterschlagen. Ich muss mal eben einen anderen Stift noch suchen, sofern ich eine andere Farbe finde. Ich glaube, hier haben wir was. Mal gucken, ob der schreibt. Ja, der schreibt. Das sind nämlich die Trimmer. Ja, und jetzt wird es wirklich kompliziert. Was hier weitergegeben wird zum Mischer, ist jetzt nicht nur der Wert des Inputs, also oder dieser Wert, der hier ausgerechnet worden ist, das ist ja dann, wenn wir das jetzt mal hier haben, I4. Ja, da wird also nicht nur der Wert I4 hier ausgegeben, deswegen schreibe ich das jetzt auch hier nicht hin, sondern es wird eine Kombination ausgegeben. Es wird nämlich I4 genommen und im Bundle, also gebündelt damit, als getrennter Wert, aber logisch sozusagen damit verknüpft, wird TR eine Trimmung mit weitergegeben. Also es ist immer die Kombination, die hier weitergegeben wird, ja, von dem Inputwert, I4 haben wir das genannt, und der Trimmung von der jeweiligen Zeile. Ja. Wir werden später noch sehen, ich male das jetzt in das Bild nicht rein, sonst wird es wirklich ein bisschen voll. Man kann in jeder Zeile kann man hier noch bestimmen, welches Bedienelement, sagen wir es mal so, auf der Fernsteuerung als Trimwert fungieren soll. Ja? Und beides wird hier als Vektor, sagt man ja mathematisch, oder als Tupel weitergegeben, weitertransportiert. Es wird nicht verrechnet, sondern beide Werte werden einfach so, wie sie sind, weitergegeben. Und die Verrechnung findet dann erst im Mischer statt. Das muss man vielleicht noch dazu berücksichtigen. Okay, gut, also, vielleicht, das Bild ist jetzt, ich gucke mal gerade an, hier in meinem Videoschnittprogramm, wie das Bild aussieht. Naja, Katastrophe, würde ich sagen, um eine Fernsehserie zu zitieren. Katastrophe. Naja, aber vielleicht malt ihr euch das vielleicht mit euren eigenen Notizen nochmal auf, diese verschiedenen Schritte, denn die Reihenfolge ist ja auch wichtig. Also erst das Gewicht anwenden, dann den Offset, nicht umgekehrt, sonst kommt man ja zu anderen Berechnungsergebnissen. Okay, das soll es jetzt mal sein mit dem Zettel. Und wir gucken uns jetzt das einfach mal im echten Leben an. Und das mache ich aber nicht an der Fernsteuerung, sondern ich mache das am Simulator. Also es ist genau das Gleiche, nur eben ist dann vielleicht die Videodarstellung ein bisschen hübscher oder besser zu erkennen. Genau, ich schiebe das jetzt einfach mal nach oben hier und wir sehen den Simulator. Wie gesagt, ich werde noch mehr Folgen machen mit den Inputs. Wir starten jetzt mal ganz einfach. Ich lege hier zunächst mal, jetzt klicke ich falsch, ich klicke in das Videoschnittprogramm, das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss natürlich in die richtige Bedienoberfläche reinklicken. Oh wei. Also, wir legen ein neues Modell an und ich lege da erstelle ein neues Modell. Und zwar ein leeres Modell. Ja, die Beschriftung ist natürlich nicht das, was man verbirgt, wenn ich hier draufklicke. Ich kriege nicht wirklich ein leeres Modell. Das werden wir jetzt mal ganz kurz korrigieren. Wir sehen hier die Inputs, die Mischer und die Outputs. Die Symbole kennt ihr ja.
Und ich habe jetzt ein leeres Modell oder ein quasi leeres Modell erzeugt. Ist natürlich nicht leer. Ich habe hier vier Inputs schon. Ich habe vier Outputs. Und bei den, Entschuldigung, vier Mischer wollte ich sagen. Und bei den Outputs steht das natürlich auch schon mal auf den Default-Werten hier. Was ich jetzt mache, ist, ich entferne jetzt einfach mal die Zeilen. Also die vier Inputs. Nicht die Zeilen, da habe ich mich versprochen. Die vier kompletten Inputs. Wir haben ja eben gelernt, ein Input kann aus mehreren Zeilen bestehen. Und dasselbe mache ich bei den Mischern. Ich entferne die vier kompletten Mischer. Hier steht zwar Zeile löschen. Warum da Zeile löschen steht, sehen wir dann auch gleich. Okay, so, jetzt legen wir einen neuen Input an. Input Nummer 1 beispielsweise. Und da kriegen wir halt diese Übersicht hier. Wir haben jetzt als Quelle, also als Geber, hier das Seitenruder eingetragen. Das ist dieser Knüppel hier auf der linken Seite. Und wir sehen in dem kleinen Koordinatensystem ähnliche Bilder, wie ich die versucht habe hinzumalen vorhin. Da wandert also der Punkt hin und her. Weil die ganze gesamte Verarbeitungskette sozusagen auf den Standardwerten steht. Wir haben hier ein Gewicht von 100%, also keine Veränderung der Skalierung. Wir haben auch ein Offset von 0. Wir haben keinen Schalter eingetragen. Das ist das, von dem ich vorhin sprach. Also die Aktivierung ist sozusagen über den Schalter ständig ein, weil kein Schalter eingetragen ist. Und das mit den Flugmodi, das verbirgt sich hier hinter dem Zahnrad. Genau, ach so, wir haben gar keine verschiedenen Flugmodi definiert, deswegen erscheint hier auch nichts. Ich muss mal gerade gucken. War jetzt gerade einen Moment verwirrt. Also erstmal fehlt mir hier der Menüpunkt für die Flugmodi. Den muss ich hier nochmal mit reinholen. Den habe ich wohl global abgestellt. Falls der also vermisst wird, kann man sich den hier wiederholen. Flugphasen ist also global aus. Deswegen sehen wir das jetzt hier nicht. Muss ich also mal wieder einschalten. Diesen Menüpunkt. Genau. Einmal zu viel geklickt. Und dann haben wir hier das Menü der Flugphasen. Und jetzt gehen wir nochmal hier in unseren Input hinein. Und dann nochmal. Das Zahnrad und dann erscheinen da auch die Flugphasen. Und alle diese Felderchen hier sind aktiviert. Sie sind also jetzt hier gelb unterlegt. Also das wäre deaktiviert. So ist es jetzt aktiviert. Das heißt, wir haben keinen Schalter eingetragen. Das heißt also implizit ist das bei unseren Schaltern immer an und alle dieser Input oder diese Zeile des Inputs ist in allen Flugphasen hier aktiviert. Ja. Leider steht also hier das mit der Seite, das ist der allererste Verarbeitungsblock, etwas versteckt hier unter dem Zahnrad. Das bedeutet aber nicht, dass diese Verrechnung über die Seite ganz am Ende stattfindet, sondern am Anfang. Also ich kann hier, wenn ich da drauf gehe, x größer gleich 0 oder x kleiner 0 angeben. Das ist also die Seitenverrechnung. Ich mache unseren Simulator, den will ich gerade noch mal eben nach unten schieben. Also diese Verarbeitung hier, die findet tatsächlich am Anfang statt, erscheint aber als Menüpunkt dann tatsächlich erst unter dem Zahnrad. Okay. Ach, ich drücke schon wieder auf den falschen. Ist immer etwas verwirrend mit meinem Videoschnittprogramm, weil da erscheint ja das gleiche Fenster und dann drücke ich immer in das falsche Fenster hinein. Okay.
Soweit so schön. Gut, jetzt das Erste. Wir wollen also gar nicht so weit ins Detail einsteigen. Das Erste, was ich jetzt hier zeigen möchte, ist, wie man eine zweite Input-Zeile tatsächlich hinzufügt. Und da muss ich jetzt also auf diese schon vorhandene Zeile klicken. Und dann kann ich hier sagen, eine Zeile davor oder eine Zeile danach einfügen. Eine Zeile davor, eine Zeile danach. Also relativ zu dieser selektierten Zeile kann ich eine weitere Input-Zeile davor oder danach einfügen. Ich mache jetzt mal danach. Dann wird mir die sofort angezeigt. Und ich will ganz kurz dieses Bild hier erklären. Wir sehen jetzt also hier den Input Nummer 1 und dieser Input hat zwei Zeilen. Ja, ich kann natürlich noch eine Zeile dazufügen. Dann haben wir jetzt hier drei Zeilen. Ja, also dieser Input hat drei Zeilen. Ich kann einen weiteren Input hinzufügen, zum Beispiel den Input Nummer 2. Dann sieht man das sehr deutlich. Man hat also den Input Nummer 1 mit drei Zeilen und man hat den Input Nummer 2 mit einer Zeile. Ja, also schauen wir einfach nochmal in unser Bild hinein. Ich habe für den Input Nummer 1 habe ich jetzt 1, 2, 3 Zeilen und wir denken dran, die Suche geht also von oben nach unten, wie es im Menü angezeigt ist, über die Input-Zeilen und die erste aktive wird dann ausgewählt. In diesem Fall haben wir also die erste Zeile, die ist aktiv. Und die wird ausgewählt. Ja, okay. So, wir können auch natürlich die anderen Zeilen editieren. Genau, da steht im Prinzip dasselbe drin. Und ich habe ja nichts editiert, also die Verarbeitung findet jetzt hier genauso statt. Okay, also diese Zeile, die jetzt hier unterlegt ist, das ist die, die ausgewählt wird. Wir machen jetzt einfach mal ein kleines Spielchen, indem wir den Schalter SA hier benutzen. Der findet sich hier oben links im Simulator, um diese Zeilen umzuschalten. Ich gehe nochmal auf die erste Zeile und trage jetzt hier einen Aktivierungsschalter ein, und zwar den Schalter SA in seiner Position nach oben für diese Zeile. Das ist jetzt aktiv und wenn ich den jetzt umschalte, entweder in die mittlere oder die letzte Position, ist jetzt egal. Also auf die Mitte schalte, dann sieht man, dass man sich hier etwas ändert, weil die erste Zeile ist jetzt nicht mehr aktiv. Die wird also nicht ausgewählt und dann geht, wie gesagt, die Suche von oben nach unten. Welche der nächsten Zeilen ist aktiviert? Ja, das wäre dann die zweite Zeile. Dort haben wir weder einen Schalter noch eine bestimmte Flugphase eingetragen, also wird die jetzt hier ausgewählt. Ja. Okay, das ganze Spielchen kann man natürlich auch weitertreiben. Ich kann jetzt die nächste Zeile auch nochmal hier editieren und da nehme ich dann einen anderen Schalter. Vielleicht nehme ich mal den Schalter SB. Ja, und wenn ich den jetzt von seiner Obenposition wegschalte. Ach, jetzt bin ich schon wieder beim falschen Fenster. Eieieiei. Also ich schalte den von seiner Obenposition weg. Dann ist die zweite Zeile dieses ersten Inputs auch inaktiv und es bleibt nur noch die letzte Zeile übrig. Ja. Okay, und wenn die auch weg wäre, dann ist überhaupt gar keine Zeile der Inputs mehr aktiv und es bleibt der Inputwert, der kurz vor dem
Deaktivieren der letzten Zeile noch gestanden hat, der bleibt dann einfach stehen in dem Input. Okay, wenn ich den ersten wieder einschalte, dann springt es also zur ersten Zeile. Gut, okay, das zu dem Punkt. Jetzt nochmal zu den Flugphasen. Gehen wir hier auf das Menü für die Flugphasen. Gut, wir sehen auch bei den Flugphasen so, dass eine dieser Flugphasen aktiv ist, und zwar die Flugphase 0. Und hier bei den Flugphasen ist es tatsächlich so, dass es da so eine gewisse Unsymmetrie gibt. Also wir haben die Flugphase 0 und die nimmt eine herausgehobene Stellung ein. Das ist nämlich die Flugphase, die aktiv ist, wenn keine andere Flugphase aktiv ist. Ja, also es kann nicht vorkommen, dass keine Flugphase aktiv ist. Nun, der Begriff Flugphase ist ein bisschen für den Funktionsmodellbauer vielleicht ein bisschen nichtssagend. Flugphasen, na gut, wie der Name schon sagt, ist eher für die Flieger gedacht. Thermikflugphase, Speedflugphase, Startflugphase, Landeflugphase. Ja, und in diesen Flugphasen kann man dann beispielsweise die Trimwerte für Höhenruder, Seitenruder, Motordrossel, was weiß ich, entsprechend voreinstellen und auch den Übergang zwischen den Flugphasen abrupt oder langsam gestalten. Also das ist der Hintergrund für diese Flugphasen. Das muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen. Man kann aber trotzdem als Funktionsmodellbauer diese Flugphasen gewinnbringend einsetzen. Aber wir schauen uns einfach mal an, wie so eine Flugphase aufgebaut ist. Und also neben der Tatsache, dass ich da einen Namen vergeben kann, besteht so eine Flugphase hauptsächlich aus Trimwerten. Ja, man sieht also hier den Trimmer für das Seitenruder, das ist also dieser hier. Den kann ich auch verändern. Und dann sieht man, dass diese Trimwerte hier sich verändern. Ja, und man hat in so einer Flugphase, hat man jetzt für diese Trimwerte sozusagen Speicher. Also dieser Wert, dieser Trimwert 4, den ich jetzt hier produziert habe, mit dem Trimmer-Button auf der Fernsteuerung, der wird hier abgespeichert. Immer wenn diese Flugphase aufgerufen wird, wird dieser Trimwert angewendet, sagen wir mal. Und das gilt für alle diese 6 vorhandenen Trimmer. Ich kann so einen Trimmer auch komplett aus der Flugphase entfernen. Dann kann ich diesen Schalter hier für was anderes benutzen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier drauf drücke, piepst es nicht und es ändert sich natürlich auch kein Wert, ist klar. Ja, also jetzt ist dieser Trimmer hier von seiner Bedeutung als Schalter befreit. Und das kann ich für alle diese Trimmer hier machen. Ich ändere das mal gerade wieder zurück. Genau. Okay. Also so eine Flugphase macht unterschiedliche Dinge. Zum einen legt sie die Trimwerte fest und speichert sie ab. Und zum anderen kann man damit diese Trimmer komplett als Trimfunktion aktivieren oder deaktivieren. Ja, und ich hatte vorhin gesagt, die Flugphase 0 ist etwas Besonderes. Die ist nämlich immer aktiv, wenn keine andere Flugphase aktiv ist. Deswegen sieht man hier in dem ganzen Menü auch nirgendwo einen Schalter, womit man diese Flugphase aktiviert. Das sieht man erst bei den anderen Flugphasen, zum Beispiel Flugphase Nummer 1. Da taucht jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit auf, einen Schalter einzutragen, wann diese Flugphase aktiviert ist. Ich nehme jetzt einfach mal den Schalter SF hier. SF nach oben soll es sein. Dann soll diese Flugphase aktiv sein.
So, jetzt ist die aktiv und wenn ich den Schalter SF nach unten bringe, dann ist keine von den folgenden Flugphasen FP1 bis FP8 aktiv. Und das bedeutet, das System fällt wieder zurück auf die Flugphase 0. Okay. Ja, ich will es dabei für heute erstmal belassen. Ihr könnt damit ein bisschen herumexperimentieren, vor allen Dingen ja, mit diesen Inputs. Das mit den Flugphasen habe ich nur erzählt, weil ja wir so eine Inputzeile, das sah man vorhin auf meiner Zeichnung, dass man so eine Inputzeile auch aktivieren kann. Nicht nur über einen Schalter, wie hier. Wir sind jetzt bei der dritten Zeile, sondern auch über eine Flugphase. Und diese Zeile soll nur dann aktiv sein, wenn wir in der Flugphase 1 sich befinden. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Genau, also wir merken uns, die Suche geht von oben nach unten. Und SA ist in der richtigen Position für die Zeile 1. Wenn ich das wegnehme, dann haben wir auf einmal keine Zeile mehr aktiv, weil die dritte Zeile wäre ja nur aktiv, wenn wir in der Flugphase 1 sind. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ja zu dem Flugphasenmenü. Und die Flugphase 1 erreichen wir mit dem Schalter SF. Also gucken wir uns das nochmal an. Wenn ich jetzt also Flugphase 1 einschalte, dann wird auf einmal die dritte Zeile aktiv. Natürlich kann man das Ganze, wie im Bildchen auch gesehen, und verknüpfen, nicht nur mit einer Flugphase, sondern auch mit einem Schalter. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Und zwar der Schalter SG, auch wenn der nach oben ist, oder nur wenn der nach oben ist, soll diese Zeile aktiv sein. Also wir haben jetzt eine Und-Verknüpfung SG nach oben und Flugphase 1. Wenn ich jetzt also entweder den Schalter SG aus dieser Position rausbringe oder auch die Flugphase wieder ändere oder eben beides, dann ist diese Zeile inaktiv. Okay. Gut. Ja, also worüber haben wir heute gesprochen? Kurze Zusammenfassung. Lernt man ja so, wenn man was erzählt hat, soll man noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben uns angeguckt die Inputs. Ein Input besteht aus mehreren Zeilen. Die Aktivierung einer Zeile geschieht in Form einer Suche von oben nach unten. Und die erste aktivierte Zeile ist dann auch diejenige Zeile, die dann den Output inklusive Trimmung, Achtung, produziert. Und das wird weitergegeben an die Mischer. Über die Mischer haben wir heute noch nicht gesprochen. Ganz kurz angerissen haben wir die Flugphasen, weil das einfach was mit den Inputs zu tun hat. Die Flugphasen können Inputs oder besser gesagt Zeilen eines Inputs aktivieren und das haben wir hier uns klar gemacht mit Flugphase 0 und Flugphase 1. Wir haben 8 Flugphasen zur Verfügung, diese Liste können wir nicht erweitern, aber ich denke, das reicht auch für die meisten Fälle aus. Und eine Sache haben wir ja auch gesehen, wenn ihr in den Inputs hier bei dem Zahnrad, also bei den erweiterten Einstellungen, diese 8 Kästchen für die Flugphasen nicht seht, dann liegt es ganz einfach daran, dass dieser Menüpunkt für die Flugphasen bei euch ausgeblendet ist, entweder global oder im Modell. Im Modell hatte ich das aktiviert. Wo ist es? Hier unter dem Menüpunkt Menüpunkte, unter dem Menüpunkt Menüpunkte, schön. Hier für das Modell dann wieder eingeschaltet. Die andere Möglichkeit ist, dieses Menü senderseitig, also für den gesamten Sender zu aktivieren. Und das machen wir hier bei Sender Grundeinstellung. Da gibt es auch irgendwas, hier gibt es Menüpunkte und da kann man das denn global aktivieren oder deaktivieren und informativ wird jetzt hier, also global sind meine Flugphasen eben ausgeschaltet, informativ
wird hier jetzt rechts gesagt, dass es mindestens ein Modell gibt, wo diese Flugphasen, wo das Flugphasenmenü dann auch tatsächlich sichtbar ist und auch angewendet wird. Okay, ja, soweit so schön. Das war dieser Rundumschlag. Es ist vielleicht ein bisschen lang geworden, obwohl es ja nur ein Teilthema ist. Wir gehen noch mal ganz kurz hier auf meine wunderschöne Skizze. Also wenn ich mir die so angucke, so doof finde ich dich jetzt eigentlich gar nicht, bis auf diesen falsch gezeichneten Strich, ist das eigentlich ganz okay geworden. Gut, Inputs haben wir uns angeguckt. Ein Input besteht aus mehreren von solchen Zeilen. Diese Zeilen werden von oben nach unten durchsucht. Die erste aktive Zeile, es können mehrere aktiv sein, die erste aktive Zeile wird genutzt und produziert dann den Output. Das heißt, nicht den Output im Sinne von HTX, sondern den Ausgabewert, sagen wir mal lieber. Und dieser Ausgabewert besteht aus einem Tupel, also aus einem Pärchen von Wert, errechneten Wert dieses Inputs und dem, wenn überhaupt, gewünschten Trimwert. Okay, soweit so schön. Viel Zeugs für heute. Lasst euch das mal an einem schönen Sommerabend auf euch wirken. Mit einem Glas Wein oder einem Glas Bier oder mit Kaffee. Der ist jetzt mittlerweile kalt. Und probiert ein bisschen herum. Man kann nichts kaputt machen. Man kann nur probieren. Und wenn ihr Lost in Space seid, dann löscht das Modell und erzeugt einfach wieder ein leeres Neues und dann geht's von vorne los. Okay, soweit so gut für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wenn ihr Tipps habt, Anregungen, Themenwünsche, was auch immer, oder wenn ich hier Blödsinn erzählt habe, dann bitte in die Videobeschreibung hineinschreiben. Ja, genau. Prima. Ah, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet und mache erstmal Pause. Bis zum nächsten Mal.